Hallo, hier ist wieder euer Weehawk. Ich begrüße euch zurück bei Disney Illusion Island. Das ist ein seltsames Vieh hier unten, oder? Wir sollten uns besser davon fernhalten. Aber Donald wollte es halt einfach mal ausprobieren. Da war die Neugier, war einfach zu stark. Es ging nicht gut aus. Aber wer ist denn das? Ein Boss? Ein Gegner? Ein... Nein, es ist Gino. Hallo, euch habe ich in Monots wundervollen Biomen ja noch nie gesehen. Seid ihr neu hier? Ja, und mit Pavol gewaschen. Kann ich euch für eines meiner Kartenteile begeistern? Das wäre fantastisch, aber ich fürchte, wir haben nichts, womit wir sie bezahlen können. Schon in Ordnung, ich verkaufe sie ja nicht. Sie sind kostenlos. Wo ist da die Kehrseite? Das frage ich mich auch. Das ist sehr verdächtig. Donnerwetter, bei mir ist die über den Beinen. Es gibt keine Kehrseite. Oh, ich meinte eigentlich mein allerwertesten... Gubi, please! Ich zeichne einfach gerne Karten und verteile sie an die wunderbaren Leutchen, die mich aufstöbern. Das ist nett von dir. Hey, so ein lieber Roboter, den trifft man nicht alle Tage. Haltet in Monot die Augen nach mir offen, dann gebe ich euch in jedem Bereich ein neues Teil. Wieso gibst du uns nicht einfach alle auf einmal? Alle. Wo bleibt denn da der Spaß? Ach, stimmt. Was hab ich mir nur gedacht? Oh, Junge. Oh, Junge. Danke, Kumpel. Wir sehen uns. Ein altes Brot. Ich bekomme Brot. Ach, den Kartenteil. Ein Brot. Mist. Ja, alles nur ein Brot. Erklimme das Kronendach. Und das steht auf einem Brot. Egal, was willst du machen? Gehst einfach weiter. Wir sind ja zum Glück nicht alleine. Wir sind zu dritt und zu dritt schaffen wir alles. Für diejenigen, die es noch nicht mitbekommen haben, meine beiden Mitspieler, Mickey und Donald, sind meine Söhne. Mika und Arik. Ja, Mika, der spielt Donald Duck und Arik, der spielt Mickey Mouse. Und ihr seht's, die Wandsprünge, die haben sich schon verinnerlicht. Coole Sache. Ja, und ich bin echt gespannt, was für Sprungfähigkeiten noch dazukommen. Zunächst einmal gilt es aber aus diesem Irrgarten hier herauszukommen. Ein Herzchen, das ist ja herzallerliebst. Boing, boing, boing. Ach, es macht immer wieder Spaß hier mit den Trampolin-Dingern. Und es macht immer wieder Spaß, in die Stacheln reinzuhüpfen. Komm, probiert's mal. Nee? Den Gefallen tun mir die beiden nicht. Donald überlegt allerdings noch. Ja, das ist ein Sprung, den man abwägen muss. Da habe ich mir gedacht, okay, komm. Muss ja nicht sein, aber ich das halt mal schnell. Aber Mickey ist tapfer und folgt mir. So gehört sich das. Ja. Und da oben ist ja zum Glück auch schon der nächste Briefkasten. Das heißt, Mickey ist nicht länger geliefert. Oh, aber hier ist schon das nächste elektrisch aufgeladene Vieh. Wo kommen die denn auf einmal her? Da wir allerdings noch nicht besonders wehrhaft sind, bleibt uns sowieso nichts anderes übrig, außer die erstmal zu ignorieren. Lieber ein bisschen springen, ein paar Glimp sammeln und zu Briefkasten gelangen, die so ein Bart haben, die noch älter wirken als ich. Das ist echt nicht leicht. Oh, und da habe ich nicht aufgepasst. War ja auch gar nicht auffällig. Das ist, wenn du nachkommentierst, du siehst Dinge, die siehst du beim Aufnehmen einfach nicht. Das ist schlimm. So, ein weiterer Wegweiser, das ist immer nett. Ein weiterer Briefkasten, auch das ist nett. Also ihr seht die Checkpoints nach wie vor sehr, sehr fair gesetzt. Da kann man nicht meckern. Die Tür war fest verschlossen. Das kann nicht sein! Und wenn der Papa an der Tür rüttelt... Da müssen die beiden das natürlich auch ausgiebig testen. Ja komm, ich mach doch mal mit. Zu dritt kriegen wir das schon auf, oder? ja. Ihr seht, wir sind ein perfektes Team.
Wir werden so komisch beobachtet hier. Also die Augen machen mir doch ein bisschen Sorgen. Das sind echt interessante Gegner hier. Ich habe keine Ahnung, was die einzelnen Gegner teilweise darstellen sollen, aber sie sehen sehr interessant aus. Das muss man dem Spiel definitiv lassen. Donald, traust du dich vorbei? Das wird nicht leicht. Aber mit einem Doppelsprung, jawohl, da klappt das schon. Oh, jetzt schießen sogar schon die Pflanzen nach uns. Bei uns schießt höchstens das Unkraut, aber auch nur aus dem Boden. Oh Mann. Die Geschichte von Pavonia. Als Glimp-Belohnung übrigens. Also wenn wir genug Glimp sammeln, dann können wir auch ein paar Sachen freischalten. Man erfährt also nicht nur jetzt hier irgendwelche Sachen über alte Disney-Cartoons, sondern auch über die Welt, in der wir uns hier ein bisschen aufhalten. Ein bisschen aufhalten, in der wir uns aufhalten. Und hier, das sieht aus, diese gestrichelte Linie. Als käme da irgendwann einmal was dazu, oder? Irgendwie eine Plattform oder sonst was, das ist auf jeden Fall interessant. Bin sicher, das wird noch wichtig werden. Und wenn nicht, warum macht ihr dann gestrichelte Linien dahin? Das ist voll irreführend. Das fällt euch ein. Mann, Saftladen. Naja. Ja. So, da ist der erste Schlüssel. Das erste Schlüssel, ich wollte sagen das erste Schlüsselteil, aber es ist ja einfach nur ein Schlüssel. Erstmal den Glimp einsammeln, nicht einfach wegen dieser fleischfressenden Pflanze hier. Aber doch eine interessante Gegend. Auch wenn die, vor allem die Flora hier, uns offenbar nicht besonders gut leiden kann. Das ist immer interessant, wenn in Videospielen Pflanzen auf einmal aggressiv werden. Wo du dir im echten Leben denkst, ja, was soll mir jetzt eine Pflanze anhaben? Wenn mich eine Pflanze angreift, dann reiße ich die einfach kaputt und fertig. Oder hol die Heckenschere. Ja. Aber in so manchem Spiel sind Pflanzen doch absolut höllisch. Und was genau macht ihr da? Ach ja, richtig. Das ist etwas, was ich noch versuche zu unterbinden. Ich meine, sich bei einem Herz kaputt gehen zu lassen, damit man wieder drei hat, ist eine Sache. Es bei zwei Herzen zu tun, finde ich ein bisschen kritisch. Aber gerade der Arik, der ist manchmal ein bisschen perfektionistisch veranlagt und er sagt dann halt, okay, wenn ich nicht drei Herzen habe, dann will ich nicht weitermachen. Ja, das da müssen wir mal gucken. Ansonsten stelle ich einfach auf ein Herz generell. Das könnte ich natürlich auch machen. Dass wir den Schwierigkeitsgrad mal erhöhen und auch noch auf ein Herz gehen. Aber ich glaube, das wäre doch für den Anfang ein bisschen zu heftig. Bisher gibt das Spiel jetzt noch nicht so viel her, wo ich sage, oh, wenn wir jetzt nur ein Herz haben, kommen wir gar nicht durch. Wir sind hier aber auch erst ganz am Anfang. Ich bin sicher, dass sich das noch ändern wird. Dennoch muss ich sagen, das Spiel bietet definitiv einen sehr, sehr soften Einstieg. Das muss man absolut sagen. Ist absolut für Kinder geeignet. So ein bisschen fühlt man sich an Rayman Legends erinnert, aber das Spiel ist dann doch nochmal eine ganze Ecke einfacher als Rayman Legends. Definitiv. Wobei ich ehrlich zugeben muss, ich weiß nicht, wie es euch bis zu diesem Zeitpunkt geht. Ich will jetzt nicht sagen, es ist irgendwie ein langweiliges Spiel oder so, aber es reicht tatsächlich noch nicht so wirklich an die Klasse von Rayman Legends heran. Riffrapp! Obwohl bisher nur wenige Riffrapp dem Sternenrufer begegnet sind, drücke ich den Text vor, weil ich's kann. Na, jetzt wisst ihr's. Jetzt wisst ihr Bescheid. Tja. Da haben wir doch schon ein paar Turkus. Na also, es heißt, dass er Sterne aus zerstörten Monden rufen kann und dass ihn wunderschöne Sternbilder formt. Na, allen Glück habe ich es doch gemerkt, dass ich den Text vorgedrückt habe. Das ist ja der Weehawk, ne? Der ist ja ab und zu, ist er mal lernfähig. Allerdings muss ich sagen, deutlich lernfähiger haben sich meine beiden Jungs bisher in diesem Spiel gezeigt.
Gut. Was haben wir denn als nächstes? Weiter nach oben. Ich finde es immer lustig, wenn man getroffen wird, dieses Hubgeräusch. Das ist naja. Aber ich glaube, weiter nach unten ist besser, ne? Hier sind noch ein paar Glimmt. Da erglimmen wir mal nicht dieses Level, sondern wir gehen nach unten. Denn dieser Briefkasten hier hat schon wieder so ein Bart, dass wir hier absolut richtig sind. Oha, ein gefährlicher Sprung. Folgt mir, Jungs. Ja, perfekt. Echte Profis. So muss das sein. Und hey, das sieht doch wie eine Einladung nach Wandsprunghausen aus, oder? Das ist doch wundervoll. Hier kann man sich jetzt mal ein bisschen beweisen. Natürlich bin ich ja als geldgeiler YouTuber absolut bereit dazu, mir jetzt hier diese Glimt erstmal zu schnappen, bevor wir uns das Schlüsselteil schnappen. Und Mika, der hat da unten links schon den Durchgang entdeckt. Sehr gut. Na, dann wissen wir ja, was wir sammeln müssen und wo es weitergeht. So muss das. Mit einem gezielten Sprung. Yes! Ist auch dieser Schlüssel eingesackt. Aber wie geht's jetzt weiter? Komisch. Hier offenbar noch nicht. Irgendetwas scheint noch zu fehlen. Dabei sieht das interessant aus. Was mag sich dahinter nur verbergen? Da möchte man mitpfeifen, oder? Ja, das wird wohl nichts. Also andere Sache versuchen. Wir haben ja noch Alternativen. Eine Schlüsseltür will geöffnet werden. Das darf man nicht vergessen. Ja, und wenn der Bumper nicht will, probiert man es eben mit dem Bumper da hinten. Und Arik passt sehr gut auf und guckt sich das einfach ab. So muss das sein. Donald hingegen jetzt wieder mit energietechnischen Problemen. Oha. Gut, dass wir in Briefkastennähe sind. Da kann ja überhaupt nichts passieren. Da kann ja nichts schief gehen. Wäre cool, wenn man im echten Leben auch einfach am Briefkasten respawnen könnte. So zum Beispiel. Ja, das war der Drei-Bomben-Trick. Das lasse ich durchgehen. So muss das. Ja, nicht ganz einfach, wenn da so ein Gegner im Weg rumläuft. Das mit dem Sprung dann ordentlich zu timen. Dann nimmt der Papa das mal kurz in die Hand. Der Papa, die alte Minimaus. Einmal hier rüber. Es ist ja doch eine ganz hübsche Gegend. Ich fühle mich halt nur so ein bisschen beobachtet, diese Augen. Fürchterlich. Ja, ganz besonders Donald im Auge. Ich muss mir mal angewöhnen. Entweder sage ich Donald oder Donald, aber irgendwie so, ich mache so eine Mischung aus beiden. Donald. Naja. Donald, Wetter. Kann ich den natürlich auch nennen. Wenn wir Goofy schon nicht hier haben, will ich wenigstens ein paar Goofy-Vibes irgendwie haben. Oh Junge, ein Erinnerungsstück entdeckt. Und Steamboat Willie wäre damit vervollständigt. Yes. Na also. Und die Tür kann geöffnet werden. Drei Schlüssel werden benötigt. Sie sind eingesackt. Wir können die Tür auch endlich auf normalem Wege öffnen. Und nicht, indem wir die ganze Zeit an dem Vorhängeschloss rumrütteln. Und der Pfeil zeigt direkt hier nach oben. Ist der Pfeil nach oben, wird man dich loben. Und ist der Daumen unter diesem Video oben, dann haben
zwei von drei Zuschauern den Daumen nach oben gedrückt. Danke, ihr zwei von drei. Okay. Bin wieder gemein, ne? So muss das. Ja, da wird keine Stachelgrube ausgelassen. Ah, da hat der Sprung leider nicht geklappt. Aber dann kürzen wir das Ganze mal kurz ab. Denn wir wollen ja wissen, was da oben ist. Jetzt bin ich auch neugierig, was uns in diesem neuen Abschnitt erwartet. Es sieht ja so aus, als kämen wir langsam wieder richtig an die Oberfläche hier. Erklimme das Kronendach. Begib dich zu den Stadttoren vor Terrariumstadt. Und hier sehen wir dann auch nochmal die Quests. Also hier seht ihr schön rechts alles aufgelistet. Also es ist ganz praktisch gemacht. Man vergisst auf jeden Fall nicht, was man machen muss. Das ist schon wirklich... Ich kann es nur immer wieder sagen, es ist definitiv bisher ein sehr kinderfreundliches Spiel. Und ich warte auf die ersten Difficulty Spikes, wo ich dann sage, ach du Scheiße. Aber vielleicht kommt es ja gar nicht. Aber Mickey-Spiele müssen ja nicht schwer sein. Außer vielleicht die 8-Bit-Jump-Runs, die waren mitunter nicht so ohne, aber... Mickey Epic ging ja dann zum Beispiel wieder. Hatte auch seine schweren Stellen. Aber ging. Was ist mit euch los? Donnerwetter, durch diese Tore ist schon lange niemand mehr gegangen. Ja, sieht so aus, als sei es mindestens 100 Jahre her. Das könnte stimmen. Moment mal. Was bist du denn? Coole Nase, coole Frisur. Und wer bist du? Abgesehen davon, dass du gerne lauschst? Ich bin Dex und tauche hauptberuflich uneingeladen irgendwo auf. Bist du ein Einbrecher? Ein Einbrecher? Mitnichten. Ich bin doch kein Einbrecher. Ich bin ein Zweibrecher. Ich bin Schmuggler. Oh, das ist natürlich viel besser. Hey, Sarkasmus, gefällt mir. Was hast du mit dem komischen Ding vor? Ich suche nach den alten Schmugglertunneln, um nach Terrariumstadt zu gelangen. Du bist ein Schmuggler, der nicht weiß, wo die Schmugglertunnel sind? Du solltest den Beruf wechseln. Nein, Schmuggel liegt mir im Blut. Mein Onkel war Schmuggler, auch wenn er jetzt einen auf legal macht. Könntest du dich deinen Onkel fragen, wo die Tunnel sind? Wäre viel zu einfach, Mickey. Was denkst du dir? Hallo? Bei seiner Schmugglerehre. Er muss doch so irgendwie alleine rausfinden. Hier kann ja jeder einfach zum Onkel rennen. Ich hab's versucht. Leider missbilligt Onkel Steve, dass ich in seine Fußstapfen trete. Aber euch verrät er es vielleicht. Das musste ja so kommen. Ihr könntet ihn fragen, wo sich der Schmugglertunnel befinden. Wo sich die Schmugglertunnel befinden? Wir müssen einen Weg finden, nach Terrariumstadt zu gelangen. Begebt euch in die Innenstadt von Gizmopolis zu den Wartungstunneln. Hab's auf der Karte markiert. Auf keinen Fall, das ist viel zu weit. Ah, echt, ey, so viel Fußweg die ganze Zeit, was soll das eigentlich? Ha, da meldet sich wieder der Sarkasmus, was? Großartig. Ich gebe euch eine Schlüsselkarte für den Schmugglereingang von Gizmopolis. Na also, hey, ein echt freundlicher Schmuggler. Erinnert mich fast ein bisschen an Volo. Der war zwar kein Schmuggler, aber auch ein guter Freund. Vielleicht dreht Dex auch noch irgendwann durch, oh Mann. Danke, Dex, bis bald. Du erhältst Pokédex. Okay, Schmugglerkarte. Begib dich zu den Stadttoren vor Terrariumstadt. Wäre geschafft, die Quest ist abgeschlossen. Aber eine neue Quest, die wartet schon auf uns. Der schmuggelnde Onkel von nebenan. Und es ist nicht Onkel Donald. Wer wird es sein? Ihr erfahrt's. Hoffentlich schon sehr bald. Bis zum nächsten Mal. Euer Weehawk.